Wie spielst du das? Der Resi-Podcast. Intendant Andreas Beck trifft in diesem Podcast die SchauspielerInnen des Residenztheaters und spricht mit ihnen über Persönlichkeit, Rollen und die Schauspielkunst. Folge 9. Max Rothbart. Hallo Max. Hallo Andreas. Max, wir sind uns direkt nach dem Abschluss deines Schauspielstudiums begegnet. Ja. Wir haben damals das Ensemble für Basel zusammengestellt. Du warst sozusagen Anfänger, wie das so schön heißt. Und ich erinnere mich noch, wie du in Basel vorgesprochen hast. Und die anderen waren ohnehin schon alle begeistert. Und dann sagten alle nochmal, jetzt guck du bitte nochmal. Und dann haben wir gleich, wie heißt das so schön, Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, ich erinnere mich daran sehr gut. Ich weiß noch, wir waren, haben an dieser Kirche Kaffee getrunken und dann irgendwann riefst du an, du warst schon auf der Probebühne bereit für das Vorsprechen und hast gefragt, wo seid ihr denn? Und dann kamen wir hoch und haben mit Tom Lutz und Almut Wagner und dir haben wir dann vorgesprochen. Das war zusammen mit Elias Eilinghoff und wir kannten uns schon und waren uns schon sehr lieb. Und wir haben dann unterm Tisch uns so gegenseitig an den Oberschenkeln festgehalten, als so langsam das so losging und wir so spürten, ich glaube, jetzt kommt, es klingt so, als käme gerade ein Angebot. Ich glaube, wir könnten das hier machen. Und dann war das ein schöner gemeinsamer Moment. Ich erinnere mich nur, wir sind dann irgendwann rausgegangen und dann hörte ich nur, ich weiß gar nicht, dich oder Eilinghoff, der sagte, Alter, ein Engagement in der Schweiz. Das vergesse ich nicht. Aber deine erste Rolle war dann zusammen mit Simon Stone in John Gabriel Borgmann. Da hast du den Sohn Erhard Borgmann gespielt und das war natürlich gleich mit einer kracher Besetzung. Also Martin Wuttke, Birgit Minichweier und Caroline Peters. Und ich weiß noch, ich bin dann irgendwann auf eine Probe gekommen und da sah ich dich und da dachte ich mir, also schüchtern oder scheu ist der nicht. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend, weil du hast dir da nicht nur nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern du warst da ein Partner auf Augenhöhe. Das ist aber schön, dass du das so beschreibst. Ja, das hat mich damals sehr überzeugt. Und dann kamen viele Rollen in Basel, aber über die wollen wir ja gar nicht so sehr sprechen. Und dann sind wir eben auch gemeinsam nach München gegangen. Und also wenn ich jetzt hier so auf die Liste schaue, was du alles spielst, also eben drei Schwestern von Simon Stone, dann Wojciech, Agamemnon, Jetzt oder Nie, drei Musketiere, Peer Gynt, Valentiniade und, darüber würde ich gerne als erstes sprechen, die Kopenhagen-Trilogie. Nun ist die Kopenhagen-Trilogie sehr deutlich ein Stück, in dem Tove Ditlevsen bzw. die Hauptfigur zu sich, respektive zu sich als Künstlerin, aber auch zu sich als Mensch findet, die steht natürlich ganz deutlich im Mittelpunkt. Du spielst eine Rolle, die tatsächlich, ich sag's jetzt mal, eher als eine klassische Nebenrolle bezeichnet wird. Du wechselst, du bist der Bruder, du bist der spätere Ehemann, der auch Tove Ditlevsen drogenabhängig macht. Wie ist das für dich, so eine kleine Rolle aus dem Rand ins Zentrum zu spielen? Das kann ehrlich gesagt auch sehr befreiend sein. Die Verantwortung für den ganzen Abend tragen in dem Fall die drei Kolleginnen, die die Tove spielen. Und ich habe immer wieder Momente, in denen ich ihnen irgendwas geben kann. Also auch als Kollege, ja, in denen ich sie in eine neue Richtung werfe, in denen ich denen, die da die Hauptrollen tragen dürfen und auch müssen, entweder helfe, indem ich sie irgendwo hinbringe, wo sie vorher nicht waren, oder ihnen irgendwas mitbringe und dann da lasse für sie. Und das kann einfach auch total Spaß machen oder sie auch stören kann in dem Fluss und dadurch wieder was Neues zu erzeugen. Und zum Beispiel komme ich einmal in einer Disco als Mann, als potenzieller Liebhaber vielleicht auf die Bühne und bringe damit dieses Thema mit für sie, was ihr eigentlich noch nicht so wichtig war bisher, der Figur Tove Ditlevsen in dem Moment. Und weil sie dann sozusagen meine Figur interessant findet, beginnt dann auf einmal auch für sie dieses Thema und bleibt dann auch da, auch wenn ich nach dem kurzen Moment wieder weg bin, dann bleibt dieses Thema für sie, Sehnsucht vielleicht nach Liebe zum Beispiel. Angefangen hast du eben bei Borgmann ja mit tatsächlich einer kleinen Figur und hast den in Anführungsstrichen großen und bekannten Schauspielkollegen zuschauen können. Ist es so, dass man so ein bisschen aus dem Gucken lernen oder eben, wie du sagst, auch einer Vorstellung
einen Twist oder einen anderen Echoraum bieten kann? Im besten Fall ja. Damals bei Borgmann war ich natürlich vor allem damit beschäftigt, erstmal zu bestehen, obwohl ich sehr, sehr offen, warmherzig und freundlich von allen Kolleginnen aufgenommen wurde. Und jetzt denke ich eher, es gibt irgendwie eine bestimmte Energie im Raum, ja, von der Spielweise oder von wie der Text gerade behandelt wird, auf eine gewisse Ruhe zum Beispiel, dann versuche ich natürlich was anderes reinzubringen. Dann komme ich rein, dann in dem Fall besonders laut oder schnell, um ein anderes Tempo zu bringen, um irgendwie einen Wechsel stattfinden zu lassen, damit mein Auftreten ja auch irgendwie was bringt und was da übrig bleibt davon. Und hat man sich so eine Aufgabe vorgenommen, also bei einer, in Anführungsstrichen, größeren Rolle, in der man einen Bogen spielen kann, da kann man sich ja für den Abend ganz gewiss was vornehmen, aber ist es so, dass man sich auch bei einem wechselnden Auftritt, dass man sich was vornimmt, also dass man sagt, jetzt versuche ich mal dieses oder ich versuche den Abend in diese Richtung zu bringen? Also ich habe gelernt, dass man sich eigentlich nichts vornehmen sollte, weil es dann eh alles anders ist. Als ich kann dann neben der Bühne stehen und mir was überlegen und das findet dann aber doch wieder nicht statt, weil irgendwie sich vielleicht die Kollegin auch was überlegt hat und schon passt es nicht mehr zusammen. Das heißt, was ich mir vornehmen kann, aber ist zu überraschen, mit was Neuem zu kommen und nicht etwas genau gleich zu wiederholen, sodass die Kollegin schon weiß, jetzt kommt der Auftritt von dem und dann machen wir es wie so und dann ist er wieder weg und dann kann ich meine Sache hier weiterspielen, sondern irgendwie anzupieksen, damit zwischen uns auch was passiert, was Neues, jeden Abend wieder. Was Spontanes? Ja, damit wir wach bleiben. Und wie entwickelst du diese Spontanität? Ist es so, dass dir schon in den Proben unterschiedliche Spielangebote probiert? Ja, wir probieren natürlich viel aus und ich kann dann Erfahrungen machen und merken, was gut funktioniert und was nicht. Dann ist es natürlich auch oft eine Frage der Reaktion von unten, von der regieführenden Person, der dann eine Sache mehr gefällt als eine andere, eine Richtung. Und wie ich das machen kann konkret, ist mit einer Entspannung. Also indem ich frei bin und einen entspannten Körper habe, aus dieser Entspannung kann ich dann eine Spannung erzeugen. Wenn ich schon so, ja, Audiodeskription, ich habe die Schultern neben den Ohren und bin ganz fest auf die Bühne gehe, weil ich jetzt irgendwie eine angespannte Situation schaffen will, dann ist die bei mir und nirgendwo sonst, weder bei den Kolleginnen noch im Publikum. Sondern mein Körper, mein Geist im besten Fall sind entspannt und frei. Dann kann ich Eindrücke wahrnehmen, dann kann ich schnell sein, Sachen geben und die Energie erstmal aufnehmen, verwandeln und zurückgeben. Und ist es leichter für dich in einem solchen kürzeren, kleineren Auftritt etwas zu skizzieren? Oder sagst du, das ist viel schwieriger, weil ich muss viel schneller auf den Punkt kommen, als wenn ich, wie bei Peer Gynt, wo du praktisch den ersten Teil, also den jungen Peer gestaltest, wo ich eigentlich die Chance habe, einen ganzen Bogen zu spielen? Ich weiß gar nicht, ob was schwerer oder... Oder was spielst du lieber? Bist du freier in einem kleineren Auftritt? Der kleinere Auftritt, die Arbeit dort, die Verantwortung abzugeben, ist leichter. Das muss ich in einer großen Rolle auch machen. Das ist erst bei einem kleinen Auftritt leichter und geht schneller und es ist natürlich weniger Arbeit. Aber wirklich befriedigender und im Großen schöner ist dann doch der ganze Bogen. Und da drin ja auch wieder nach diesen kleinen Punkten zu suchen, das ist eigentlich schon das, was insgesamt mehr Spaß macht. Aber diese kleinen, und vor allem dort ist es ja so, blöd ist, ich habe 2 Stunden Zeit, dann habe ich einen kleinen Auftritt und dann habe ich wieder eine 20 Minuten und dann habe ich noch einen kleinen und so. Bei der Kopenhagen-Trilogie ist es ja so, komme ich ja ständig wieder. Da ist hinten so viel los, da sind immer 3 Leute an mir dran, die die Perücke wechseln und mir andere Sachen anziehen, damit ich rechtzeitig zum nächsten Auftritt als neue Figur wieder da sein kann. Das heißt, ich habe da auch die 2 Stunden, die der Abend dauert, durchweg zu tun. Mhm. Und das ist natürlich total, also bei der AMA habe ich gemerkt, das wird richtig Spaß machen, als zum ersten Mal diese Sachen hintereinander stattgefunden haben. Weil es eine permanente Verwandlung ist. Eine permanente Verwandlung und immer wieder eine neue Situation, in die ich springen muss. Und gibt es Rollen, wo du fast sowas wie nicht Stress oder Angst, aber wo du sagst, oh, ich bin froh, wenn diese Szene rum ist oder irgendwie ist die mir unangenehm? Rollen nicht. Es gibt aber Momente oder Szenen, vor denen ich vorher schon Respekt habe, wo ich weiß, da muss ich einmal anders kurz durchatmen, bevor ich da reingehe. Vor was hat man Angst? Vor was hat man Respekt? Wenn viele Sachen zusammenkommen müssen, damit es wirklich
glüht oder fliegt oder strahlt oder die Funken fliegen, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist zündet. Das ist zündet, genau. Ja. Da habe ich dann so wenig in der Hand und muss mich dem dann aussetzen. Da kommen viele Dinge zusammen. KollegInnen, Musik, die Bühne, die fährt, Video. Es gibt ja viele Ebenen, die irgendwie stattfinden können. Und vor solchen Momenten habe ich Respekt, wo ich weiß, da sind ganz viele Dinge, die habe ich überhaupt nicht in der Hand. Und darauf muss ich mich einfach einlassen und dann wird es so werden, wie es wird. Gibt es Angst auch auf der Bühne? Hast du manchmal Angst, vielleicht auch weil eine Vorstellung dich, weil sie technisch aufwendig dich fordert? Nee, Angst habe ich wirklich nicht auf der Bühne. Da sind, also jetzt bei so wirklich technischen Dingen nicht, weil da weiß ich, da sind viele Menschen, die darauf aufpassen, dass da nichts passiert. Da haben wir auch uns so langsam an gewisse Höhen zum Beispiel rangetastet, dass ich mich auskenne. Also wenn es irgendwie gefährlich sein könnte, dann weiß ich ganz genau, was passiert. Dann weiß ich auch genau, was passiert, wenn es einen Notstopp geben muss. Da weiß ich auch genau, wo die Leute stehen, die da gucken und aufpassen, dass ich nicht irgendwie abrutsche oder sowas. Das heißt, vor solchen technischen Flügen oder Höhen oder so, also vor einer gewissen Höhe, irgendwann bekomme ich schon Respekt. Aber Angst ist was anderes. Wenn wir die Liste anschauen, dann hast du ja wirklich mit Simon Stone, mit Claudia Bauer, mit Ulrich Rasche, mit Elsa Sophia, mit Antonio Latella, aber auch mit Sebastian Baumgarten bei Peer Gynt. Du hast ja mit wahnsinnig vielen RegisseurInnen zusammengearbeitet. Lass uns auf Peer Gynt zu sprechen kommen. Peer Gynt ist ja nun wirklich so ein Mammutstoff. Du spielst den jungen Peer, der irgendwie von einem charmanten Lügner und Taugenichts tatsächlich dann doch irgendwie mehr oder weniger deutlich zeigt, dass er bestimmte soziale, man möchte sagen, Hemmnisse oder sagen wir ruhig Störungen hat. Ja, er ist doch ein sehr großer Egoist und auch ignorant und ja, ein Mensch, den man vielleicht gar nicht so gerne am Nachbartisch wissen möchte. Wie hat dich Baumgarten an diese Rolle geführt? Erstmal viel über Gespräche und dann eigentlich über Ausprobieren und viel auch über den Humor. Also ich finde den ja wahnsinnig lustig, Sebastian. Und was er auch mitbringt, ist sehr viel Nachdenken über gesellschaftliche Zusammenhänge. Und das kann fürs Spiel auch helfen, auch nicht immer. Das ist ja manchmal, ist man dann ja doch, auch wenn wir irgendwie weg vom Individuum wollen in der Erzählung und dann eher zu einem Persönlichkeitstypus oder so, ja, ist es ja am Ende doch ich, der es spielen muss. Und da bin ich ja allein als die Figur in dem Moment. Und kann höchstens beispielhaft für etwas Größeres dann diese Situation irgendwie spielen. Aber bist du mehr so ein Einfühler? Bist du so ein Psychologe? Oder bist du eher jemand, der sich über den Text oder der eine Figur virtuos vorführt? Ich kann mich da gar nicht so entscheiden, glaube ich. Also immer so, wie es gerade gebraucht wird. Bei Simon Stone zum Beispiel würde ich eher sagen, ist das eine sehr psychologische Arbeit. Da kommt allerdings auch viel über den Text zu mir und dann... Bei den drei Schwestern zum Beispiel. Dass wir demnächst auch wieder spielen, ja, oder dass wir weiterspielen werden. Also wir versuchen diese Produktion ja tatsächlich weiter im Laufen zu halten. Da spielst du im Prinzip Tuschenbach, ja, ja, irgendwie halt, also die Rolle. Und die halt wirklich ein besonders tragische ist, nicht nur in der Überschreibung von Simon Stone, sondern auch eben bei Tschechow. Wie holst du diese Figur, die sich am Ende irgendwie in einer großen Verzweiflung umbringt, einer Liebesverzweiflung auch, woher holst du sie oder wie hat dir Simon diese Figur übergeben? Muss ich mal überlegen, die Proben dafür sind schon so lange her. Aber du stellst sie ja immer wieder her. Ja, ja, ja. Darauf will ich eigentlich, ja, ja, tatsächlich, weil ihr spielt dieses Stück schon so lange, irgendwie 8 Jahre, kann, ja, man sagen. Und das ist ja ganz selten, dass man so ein langes Bühnenleben hat. Na, das ist total, das ist so ein Geschenk. Auch, dass wir hier, es gibt ja ein paar Stücke, die wir schon länger spielen. Und diese Entwicklung, dieser Figuren. Das war die Schuld der Pandemie. Ja, aber es ist ja, immerhin hat sie ein Gutes hervorgebracht. Für mich sind ja 8 Jahre, das ist ja eine irrsinnig lange Zeit. Das ist fast deine ganze professionelle Laufbahn. Also du hast 2015 angefangen. Jetzt haben wir 24. Also das sind 9 Jahre und im zweiten Jahr kam der Tuschenbach. Mhm. Auch meine Entwicklung als Spieler immer wieder auch zu überprüfen an dieser Rolle. Naja, und das ist wirklich ganz viel kommt da über den Text. Und der Text ist entstanden, am Anfang gab es ja noch nichts. Wir haben uns getroffen mit dem Ensemble, mit Simon, haben geredet, haben das Original gelesen,
haben uns darüber unterhalten, haben über uns viel gesprochen und irgendwann flatterten dann die ersten Seiten rein. Und dann war ich da noch gar nicht dabei und dann irgendwann merke ich, da ist auch Text für mich auf einmal. Und dann merke ich, da sind ja tatsächlich Dinge drin, die wir besprochen haben. Und jetzt ist es so, ich komme sozusagen jetzt mal, um deine Frage zu beantworten, wenn ich jetzt den Text mir wieder ansehe und den wiederhole, dann ist da einfach, sind da 8 Jahre Erfahrung mit drin. Und wie unterscheidet sich eine solche Textarbeit, wo du dich praktisch wiederentdeckst, ja, wie unterscheidet die sich jetzt oder wie anders bereitest du dich jetzt beispielsweise auf Peer Gynt vor? Also das spielst du jetzt eine Saison, ja, aber das ist ja Ibsen/Gundlach, ja, also die Übersetzerin, die ist ja auch noch gereimt, geformte Sprache. Ist das trotzdem dein Text, so wie das deine Geschichte ist bei Simon Stone? Mittlerweile ja. Die Proben unterscheiden sich, also die Herangehensweise an den Text während der Proben ist wirklich eine andere, weil ich bei Simon muss ich nicht in den Reimen suchen, worum geht es eigentlich, was ist genau, wo ist der Bock jetzt hingegangen, was ist genau gemeint, sondern das ist relativ ja eine zeitgemäße, heutige, direkte Sprache. Bei der Gundlach-Übersetzung, die ja auch eher modern ist, von 2006 glaube ich, ist es trotzdem erstmal im Lernen und im Herausfinden, was passiert eigentlich in dieser Szene hier. Das ist natürlich wirklich ein ganz anderes Graben. Jetzt, wo wir es spielen, ist die Vorbereitung für mich genau dieselbe. Ich bin da, glaube ich, relativ pragmatisch. Also nach der Probenarbeit bereitest du dich ähnlich auf die Rollen vor? Dann sozusagen für die Vorstellungen, ja. Ich gehe die Texte, egal für welches Stück, egal wie groß meine Rolle ist, immer einmal durch, vor jeder Vorstellung. Und das findet mittlerweile, ich habe ja 2 kleine Kinder, auch mal so nebenbei statt auf dem Spielplatz zum Beispiel. Da habe ich dann einen Knopf im Ohr. Es gibt eine App, wunderbar, falls KollegInnen zuhören, Line Learner, kann ich wärmstens empfehlen. Und dann geht es einfach darum, die Geläufigkeit beizubehalten und beim an der Schaukel anschubsen im Notfall. Im besten Fall mache ich es in Ruhe alleine. Aber oft ist es auf dem Weg zum Theater, auf dem Spielplatz oder mal kurz in einer ruhigen Minute versuche ich über den Tag hinweg einmal durchzukommen. Dann kann ich das schon mal abhaken. Text kann ich. Und für alles andere, dann kommt diese Entspannung. Das weiß ich, habe ich heute schon erfahren, dass ich das alles kann. Und dann kann ich in den Abend gehen. Und das ist bei Peer Gynt genauso wie bei Agamemnon, genauso wie bei 3 Schwestern. Du bist sehr musikalisch. Bei der Inszenierung von Stefan Kimmich, Die Träume der Abwesenden, warst du eben aber auch ein Musiker auf der Bühne. Das war nochmal eine ganz andere Verantwortung. Mhm. Das hat dich jetzt aber nicht davon abgehalten, nochmal ganz anders eine Erfahrung zu machen, nämlich indem du einen Liederabend als nicht nur musikalische Leitung, sondern auch als Regisseur mit dem Ensemble, mit deinen KollegInnen erstellt hast. Wie hat diese Arbeit deine Betrachtung von Regie, aber auch der Kollegen verändert? Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Also ich habe erstens riesen Respekt gewonnen, noch mehr Respekt vor regieführenden Personen gewonnen. Das hat mir sozusagen dahingehend tatsächlich richtig die Augen geöffnet, was das eigentlich heißt, einen Abend zu inszenieren. Noch dazu, wenn man selber die Sachen geschrieben und auch noch irgendwie mitspielt, das war ganz schön viel auf einmal, habe ich dann gemerkt. Ja, weil man kann ja nicht überall sein. Das ist ja eben der Witz. Ja. Eben. Regie wurde ja erfunden, weil einer hat gesagt, du warte mal, ich guck's mal von unten an. Genau. Und dann blieb er unten sitzen oder sie. Ja, genau. Das habe ich auf jeden Fall dort gelernt und bin seitdem, kann mich nur noch verneigen vor RegisseurInnen, die auch große, tolle, riesige, aufwendige Abende inszenieren. Oder auch kleine, feine, egal. Das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Was hat es im Verhältnis zu deinen KollegInnen? Also das ist ja nicht so leicht, wenn man einmal so raustritt aus der Reihe und sagt, so jetzt du gehst nach links oder nee, tut mir leid, aber das Lied war jetzt völlig unterirdisch. Irgendwie so, wie du das dargeboten hast, können wir es mal auf die und die Weise. Hat das was verändert? Ja, hat das die Gewichte verlagert? Innerhalb des Ensembles nicht. Also während der Arbeit, ja. Da musste ich dann einfach natürlich beschreiben von unten. Ich musste zum Glück nie sagen, das hast du jetzt versemmelt. Aber auch das wäre in Ordnung gewesen. Und haben dir die Kollegen von Anfang an vertraut? Weil was ich in dem Gespräch mit dir ja auch immer höre, ist, Regiearbeit ist ja auch gerade als Schauspieler, Schauspielerin, muss man ja auch der Regie, die unten sitzt, vertrauen. Man muss sich ja so übergeben und da auch wissen, dass dieses äußere Auge, dass das stimmt, dass das nicht objektiv, aber dass es zumindest, dass es da eine Form von
vertrauensvoller Zusammenarbeit gibt. Haben dir die Kollegen von Anfang an vertraut? Das war zumindest mein Gefühl, ja. Also ich habe das von Anfang an sehr offen gestaltet, die Proben. Ich habe ganz klar gesagt, was ich mir wünsche, was wir vorhaben, wo auch noch Lücken sind, die wir gemeinsam füllen müssen. Ja, es gab viele Gespräche, auch viele Kolleginnen, die mit überlegt haben. Also meine Aufgabe bestand auch viel darin, das zu nutzen und zu wissen, ich weiß, bei den beiden, da entsteht noch viel mehr, als ich mir zu Hause ausdenken kann. Und hast du schon mal erlebt als Schauspieler, dass es auch Misstrauen gibt gegenüber der Regie, dass man spürt in Bühnenproben auf der Bühne, traue jetzt gerade dem Blick von außen nicht? Das könnt ihr überlegen, ob ihr das drin lassen wollt oder nicht. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Und das ist, finde ich, ein schwieriger Moment, weil ich dadurch hilflos werde. Es gibt ja nur... Was macht man dann? Entweder das Gespräch suchen, im besten Fall, und sagen, ich habe das Gefühl, wir verlieren uns gerade. Lass uns mal kurz mal sprechen, was wir wollen. Ich habe das Gefühl, wir wollen gerade in eine unterschiedliche Richtung. Lass uns mal kurz wieder, überzeug mich mal von deiner. Oder lass uns eine dritte finden. Ist es dir auch schon mal passiert, dass du etwas spielst und während des Spiels, also während der Vorstellung merkst, das trägt ja gar nicht? Ja, das ist dann eher ein Aufwachen, zu merken, da haben wir uns was überlegt und das funktioniert, das kann man gar nicht verstehen, was wir damit meinen. Das heißt, eigentlich spielst du eine Premiere, also die erste, sagen wir mal, öffentlich verkaufte Vorstellung, die spielst du nicht nur in einem Vertrauen, sondern in einem Einverständnis mit dem, was erarbeitet wurde, zusammen mit der Regie. Ja, muss ich haben. Also möchte ich auch, dass wir auch zusammen mit den Kolleginnen auch, dass wir gemeinsam jetzt das Ding raushauen, woran wir jetzt die letzten 6, 7, 8, 9 Wochen gearbeitet haben. Manchmal gibt es ein Gefühl von, wir haben hier was richtig Tolles und dann löst sich das gar nicht ein. Manchmal ist es jetzt bin ich mal gespannt, ob das lesbar ist, was wir hier machen, und auf einmal ist es ein Kracher und dieses Publikum liebt's oder auch nicht, oder wir haben das Gefühl, es ist irgendwie was Gutes und dann ist es auch wirklich so, dass Leute darin etwas finden können. Das gibt's ja in allen möglichen Varianten. Hast du Lampenfieber? Nicht mehr so. Also ich finde zum Beispiel jetzt hier vor unserer Aufnahme hier, war ich aufgeregter als lange vor einer Vorstellung. Höhenangst hast du aber? Ich dachte nicht. Ich bin aber mal bei La Cage aux Folles in Basel noch. Da bin ich geflogen beim Singen. Und da habe ich dann bei der Probe gemerkt, ich habe immer gesagt, ja, nee, mach höher, mach höher, mach höher. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt wird es doch ein bisschen unangenehm. Das hätte ich nicht gedacht, da war ich überrascht. Es gibt also eben einen Moment, wo tatsächlich, wo du den Boden unter den Füßen spüren musst. Ist es beim Spiel auch immer so, du brauchst das Vertrauen und du brauchst auch ein Grundverständnis mit der Regie, damit du den Boden unter den Füßen, damit du die Bühne nicht nur so betreten kannst, sondern damit du loslassen kannst? Nicht unbedingt. Ich kann auch mich gut retten. Also wenn ich jetzt das Grundverständnis mit der Regie, wenn es in den Wochen nie entstanden ist oder sich verloren hat über die Zeit, das ist auch schon mal vorgekommen, zum Glück nicht so oft, dann kann ich mich davon auch total lösen. Das heißt nicht, dass ich gegen die Verabredung arbeite oder gegen die Regie. Das heißt einfach, dass ich auch ohne das meine Arbeit hier machen kann. Das ist ja keine Zauberei. Manchmal schon. Manchmal flirts. Aber das ist dann im besten Fall. Und es ist einfach auch, da bin ich auch wirklich pragmatisch, auch Handwerk. Da kann ich auch meine Arbeit so gut wie ich kann machen, auch im Notfall allein. Aber es ist schade, es macht nicht so viel Spaß. Wir wollen dich flirren sehen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Das war Wie spielst du das? Der Resi-Podcast. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Weitere Infos zu den SchauspielerInnen und den besprochenen Stücken findet ihr in den Shownotes und auf residenztheater.de. Wir sehen uns im Resi-Podcast.